Aufbruch in eine naturwissenschaftliche Medizin erfolgte, die Barmherzigkeit mit sozialer Verantwortlichkeit verbunden hat. Robert Koch, Rudolf Virchow sind die prägenden Namen jener Zeit. Die Seuchen waren Tuberkulose und Cholera. Sie sind bekämpft worden. Berlin war Zentrum der Medizin weltweit mit Strahlkraft weit darüber hinaus. Umgesetzt wurde eine saubere Umwelt und eine Krankenversicherung für alle damals. Und jetzt haben wir mit Corona wieder den notwendigen Aufbruch in eine neue Medizin, die Gesundheitsförderung ins Zentrum nimmt und die Kompetenzbildung in Gesundheitsfragen für die jeweilige Bevölkerung. Ich träume bis zum Jahr 2050 Berlin als Zentrum einer modernen Gesundheitsförderung mit weltweiter Strahlkraft. Und dazu sehe ich in jedem Bezirk 5 bis 10 interdisziplinäre Gesundheitszentren, die die regionale Versorgung von Pflege, Medizin managen und steuern, lokale Netzwerke mit hoher Autonomie und ausgestatteten Ressourcen der gesetzlichen Krankenversicherung und der Pflegeversicherung. Und dort arbeiten unterschiedliche Professionen, aber auch Laien und Experten, Angehörige, Nachbarn, Selbsthilfeinitiativen, soziokulturelle Initiativen, auf Augenhöhe gleichberechtigt zusammen. Diese Gesundheitszentren sind die Quellen einer Koordination, einer Kooperation des Netzwerkes der lokalen Versorgung. Und um dorthin zu kommen, brauchen wir eine Transformation der heutigen Verhältnisse, eine patriarchale Fürsorgementalität, Geldgier und Machtgier. Sind die Widerstände, die es zu bewältigen gibt, die sind zu überwinden mit einer starken Vision, mit einer bezirklichen Gesundheitsplanung auf der Basis der Gesundheitsberichterstattung jetzt schon im Land Berlin. Und diese bezirkliche Gesundheitsplanung nimmt die Bedürfnisse der Bevölkerung auf, organisiert und diskutiert strategische Konzepte und setzt das dann auch um über die Steuerungseinheiten der jeweiligen Gesundheitszentren. Vorbild für die künftige Entwicklung ist die Pflegeorganisation Buurtzorg in den Niederlanden, wo auf 700 operativ am Patienten tätige Fachleute, Krankenschwestern und Pfleger nur eine Kraft in der zentralen Verwaltung und im Management kommt. Das sind die Verhältnisse, die eine gut genutzte moderne Kommunikationstechnologie ermöglicht. Um dorthin zu kommen, schlage ich 2 Projekte vor. Einmal, in den Berliner Schulen wird überall von den Schülern selbst gekocht. In einem Maßnahmenplan des Schulbaus werden die Küchen und Mensen eingerichtet und damit wird eine sozial-ökologisch begeisternde Ernährungskultur etabliert, die auch die biologisch-dynamische Landwirtschaft in Brandenburg nicht vergisst. Und das zweite Projekt, das Tempelhofer Feld mit dem großen Gebäude, wird zu einem Bildungstempel für Kultur, Gesundheitsförderung und moderne, vernetzte Gesundheitsversorgungssysteme entwickelt. Und neben die Weltmarke Charité, die für Barmherzigkeit steht, kommt dann die Weltmarke THF, Tempelhofer Feld. Die steht für Freiheit und soziale Verantwortlichkeit, für gesundheitliche Versorgungsnetze der Zukunft, die den Menschen dienen, die Menschen zusammenführen und nicht den Mammon und nicht die Gesellschaften spalten.